Willkommen zurück zu The Void. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen, und beim letzten Mal haben wir erneut versucht, uns Wurm zu stellen, was mehr oder minder gut funktioniert hat. Wir haben die eine Taktik versucht und die super funktioniert, klasse, bis es aufgehört hat zu funktionieren, aus mir nicht empfindlichen Gründen. Nun ja, wie dem auch sei, das scheint mehr oder minder bekannt zu sein, beziehungsweise, also das ist nicht bekannt, sondern die Taktik, die wir angewendet haben, ist eine der gängigen Taktiken, ihn zu besiegen. Also warten, dass ihr einen frisst, hinlaufen, webben, weglaufen. Warum die manchmal diese Webs nicht funktionieren, keine Ahnung, ich habe absolut keine Idee. Es ist einfach so und Pech. So. Dann habe ich, und weil ich jetzt schon die dritte Folge damit jetzt verbringe, habe ich eine Taktik gelesen, die ich jetzt ausprobieren möchte, die sehr lame sein soll, aber funktioniert. So jedenfalls habe ich gelesen. Und zwar, wir wissen ja, dass ja gleich am Anfang ist dieses eine Vieh, was dort im Weg steht und dann gleich gefressen wird. Und das ist jedes Mal da, wenn man wieder rein und raus geht. Jedes Mal. Das bedeutet, wir werden jetzt einfach unsere Herzen füllen und dann immer wieder rein und raus gehen. So ist jedenfalls mein Plan jetzt. Ich muss nur irgendwann auch noch den die Glyphe holen, die auf der anderen Seite ist, aber das machen wir dann noch. So. Schnell hin und... You've spawned a hell of a lot of predators, Mute. All these half-dead creatures are your children, the offspring of your... So, seht ihr genau, 25, 24, 25 ist so genau die Zahl an Farbe, die man reinbekommt. Und was auch noch gehen soll, ist, er hat ja jetzt einen gefressen, ich kann das ja mal auch noch nebenbei machen. Und zwar, ich mach das jetzt einfach nur, weil, warum nicht, ne? Wenn wir jetzt schon mal hier sind, lass mal wieder los. Denn jetzt, wo er hier so rumdümpelt... Ach ja, übrigens, diese Idee mit der Mine scheint auch, ist eine andere alternative gute Idee. Also das sind so die gängigen Ideen, wie man ihn besiegt. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, dich wegmachen. Mal gucken mit dem Metabolismus, dass ich mir nicht zu viel färbe. Und zwar kann ich jetzt nämlich... mit Grün... ihn auch angreifen. Eigentlich wollte ich Wesp, aber ja, naja. Wir wissen ja, dass diese Hawk-Wesp-Glyphe nur ab und an mal funktioniert. Ne? Das ist ja allseits bekannt, dass ich jetzt hier schon 50 Farbe reingeprügelt habe, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich könnte ausrasten. Naja. Also, das so schön und toll, wie das Spiel auch ist, und es ist toll, und ich mag es, und ich finde es wirklich gut umgesetzt und alles, aber dass die Glyphen hundertprozentig akkurat sein müssen teilweise, finde ich sehr nervig. Also, ich meine, es ist ja okay, dass man sagt, es gibt Glyphen, die sind nach Ruhe. Ja, 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 das ist doch geht. Ja, was auch immer. Ich verstehe ja, dass... Oder ich würde ja verstehen, wenn man sagt, okay, es gibt Glyphen, die sind sich sehr ähnlich, deswegen muss man das möglichst genau machen. Gut, würde ich verstehen. Aber... die Glyphen sind nicht so ähnlich, dass man sagt, ich muss hier hundertprozentig akkurat die Linie nachziehen. Da war die Glyphensteuerung in Black and White deutlich besser. Ich meine, klar, da gab es auch manchmal so ein bisschen Fragezeichen, sage ich jetzt mal. Aber das war schon präziser, fand ich. Beziehungsweise, also nicht ganz so spezifisch oder so, dass du genau die und die Bewegung machen musst.
yourself. Nein, ich frage gar nicht. What's the point of Limfer if I can't use it? Fool. You measure everything by your own means. By how much it will benefit you. That's not how... Hör mal auf zu labern. Ich werde mal ganz kurz hier das austauschen. Mit dem mal noch ein bisschen Blau in die Herren. Hier reinlegen. Dann flitze ich nämlich mal ganz schnell rüber und hole mir die andere Glyphe, die da noch ist. Während er da lecker. How a righteous man thinks. Those are the thoughts of a heretic who doesn't understand that he's too inconsequential for his dreams to have any meaning at all. Ruhe. Hallo, Bumm? Explosion? Und das ist der Trick im Endeffekt. Jetzt immer wieder reingehen, rausgehen und angreifen. Beziehungsweise da das Taggen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass der Vorteil davon ist natürlich auch, dass ich die ganze Zeit immer wieder Farbe bekomme, weil ich ja immer wieder kurz draußen bin. Und damit auch nach und nach wieder mich immer wieder auffülle. So dass ich nicht irgendwann plötzlich komplett leer da bin. Das Schöne ist ja auch, dass das Vieh sich nicht regeneriert. Blau. Muss ich mir aufpassen, dass ich mir das nicht verbrauche. Auch beim Rot muss ich ein bisschen aufpassen. Darf ja nicht alle Farbe verbrauchen, die ich habe. Da muss ich ja ganz doll aufpassen. Dass ich immer noch genügend Farbe da habe, um wieder. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo. Haben wir noch ein anderes 50er? Du. Ach nee, das ist sogar noch eins, warte mal. Metabolism nehmen wir mal raus. Sicher ist sicher. Ja. Tja, so viel dazu. Das wird jetzt das Spiel sein. Und da das natürlich nicht gerade spannend wird und ich auch wenig dann dazu zu erzählen habe, was da gerade passiert, weil ja immer das Gleiche passiert, werde ich wohl immer ein wenig immer weg. Ein wenig vorspulen. Also ihr werdet alles sehen, was passiert. Ihr werdet nichts verpassen. Aber es gibt nichts, was ich jetzt hier super spannendes dazu passend erzählen könnte. Was man erzählen könnte. Also ich werde aber an einem bestimmten Punkt vorspulen. Damit das schneller geht, damit ihr halt nicht total gelangweilt darum sitzt und das immer wieder seht. Beziehungsweise, dass das ewig dauert, was es eh für mich tun wird. Aber bis dahin. Habt ihr dann den Eurovision Song Contest mitverfolgt? Der war ja gestern. Jedenfalls für mich war der gestern. War Eurovision Song Contest. Und es hat ja Frau Wurst gewonnen, beziehungsweise Tom. Ich kenne den Vornamen von seinem weiblichen Charakter nicht und ich kenne den Nachnamen von seinem eigentlichen, also seinen eigentlichen Nachnamen habe ich nicht im Kopf. Ich persönlich habe es nicht wirklich geguckt. Ich habe einen Livestream, nicht einen Livestream, einen, ja, Nachrichten halt, so ein Live-Ticker. Live-Ticker ist das Wort. Live-Ticker halt nebenbei gelesen, der lief halt. Und das war's. Ich persönlich bin auch schon seit einiger Zeit nicht mehr so schon seit Jahren, muss man sagen, nicht mehr wirklich da hinterher. Dass da irgendwie, dass ich das jetzt gucke oder verfolge oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das immer noch für viele Leute ein riesiges Event ist. Es ist ja auch, die Idee ist auch wirklich fantastisch.
Und was ich aber nicht gut finde, ist gerade in diesem Jahr, dass das so politisch missbraucht wird. In der ganzen Ukraine-Situation. Es geht jetzt nicht um die Ukraine-Krise an sich, da möchte ich nichts zu sagen. Ich finde es nur falsch, dass ein Musikevent, was der Eurovision Song Contest ja ist, für derartige Zwecke verwendet wird, selbst wenn die Musiker keinerlei Intention zeigen, irgendwie politisiert zu werden. Da sei zum Beispiel zu erwähnen, dass die russischen Sängerinnen, die beiden Zwillinge, ja ausgebuht wurden im Vorentscheid. Oder dass Vitali Klitschko, Ex-Boxer und jetzt neuerdings Politiker, ja gemeint hätte, man sollte doch jetzt Einigkeit in Europa zeigen und in dem Eurovision Song Contest Ukraine unterstützen und damit halt zeigen, dass Europa hinter der Ukraine steht, wo ich mir so gedacht habe, das ist jetzt, den Zusammenhang sehe ich nicht. Wenn die Musik gut ist, ja, aber das ist das Ziel, dass ich sage, wer hat in diesem Jahr die beste Performance, das schönste Lied. Aber naja. Ist jedenfalls meine Meinung. Ansonsten finde ich den Eurovision Song Contest nämlich die Idee finde ich wirklich schön. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, da eine Art Musikweltmeister oder Europameisterschaft zu machen. Ist ja nicht Welt, ist ja Europameisterschaft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Konzept auch, jetzt hat er keinen Schaden gefressen, das finde ich schade, auf die Welt übertragen werden könnte. Warum nicht, ne? Dass man sagt, es gibt erst einen Vorentscheid, die besten 50 Länder der Welt werden dann antreten gegeneinander im großen World Vision Song Contest. Finde ich eine coole Idee. Vielleicht. Und ich finde es sehr schön, dass dort auch eine große Vielfalt an Musik dargebracht wird. Also verschiedene, klar, das meiste ist in die Richtung Pop, Rock, aber es wird auch verschiedene andere Sachen gemacht. Das finde ich schön. Ja. Ja, gut. Das ist so, ja. Über die große Diskussion mit Frau Wurst oder, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Er ist ja eigentlich ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Und er ist ja, soweit ich weiß, auch wirklich, er macht das als Transvestie. Also er ist nicht, er glaubt nicht, dass er im Körper, oder er ist nicht im falschen Körper, sondern er macht das als Kunst und als Ausdrucksform. Soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe mich da auch nicht so gelesen. Es war halt gestern in dem Live, in dem Twitch, nicht Twitch. Oh Gott, wie heißt das denn? Live-Ticker. Gott. Da wurde das halt ab und an mal erwähnt. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Hintergrund dazu, dass ich jetzt sagen könnte, ich kenne mich da jetzt aus. Deswegen kann ich auch zu der ganzen Diskussion, die da angeblich existierte, nicht groß was sagen. Wenn's ihm gefällt, wenn's den Zuschauern gefällt, ist doch schön. Sollen sie doch machen. Frauen ziehen doch auch Hosen an und haben kurze Afrosuren. Wieso nicht? Mach doch. Naja, egal. So, jetzt genug geblabbelt. Jetzt darf das Vieh mal sterben und das Ganze wird etwas mehr im Schnelldurchlauf passieren. Bis dann, wenn ich soweit fertig bin.
Und da haben wir es geschafft. Ich glaube, es ist vorbei. Nein, er ist tot. Ah. Baff. Was? Noch nicht? Doch, jetzt. Hä? Möchte sehen, wie du stirbst. Da. Komm zu mir, Farbe. Okay, muss mal ganz kurz gucken. Genau das dachte ich mir nämlich. Dass ich jetzt ganz schnell die Farbe hier nochmal umlagere. Dass ich die auch alle aufnehmen kann. Die da auf mich zugerast kommt. Wir haben es geschafft. Yay, war nicht gerade spannend für euch. Yay, sorry. Aber ich habe halt einfach viel zu viel Zeit schon jetzt mit dem verbracht. Und das ist die Taktik, die am effektivsten zu sein scheint. Und wir haben es auch gesehen, es hat funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, warum jetzt plötzlich die Sachen funktioniert haben. Also die Webs haben nicht plötzlich einfach mal nicht mehr funktioniert, was es ja teilweise hatte. Geh mal weg. Okay, und jetzt können wir nämlich euch auch noch töten. Ich weiß nicht, ob ich euch überhaupt töten muss. Ich kann euch gar nicht töten. Mach ich später. Oh, wir haben es geschafft. Yay! Geh weg, du Wurm. Ha, was hast du davon? Aber ich habe auch gelesen, dass Wurm der schwerste aller drei sein soll. Klasse. Und das ist halt wirklich... Ja, also nicht so einfach ist, ihn zu besiegen. Dass man bei den anderen war es ja einfach wirklich nur dastehen und warten. Und hier war es halt wirklich anstrengend. Mit Taktik und auch mit Sachen, die nicht gut funktionieren. Und habt ihr ja alles gesehen. Habt ihr ja alles gesehen. Und ich werde jetzt, weil der Zyklus gleich vorbei ist, meine Herzen alle vollladen. Mit allen möglichen Farben. Und auch mit Metabolism. Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist ja gleich um der Ecke. Gleich um der Ecke, gutes Deutsch. Gleich um die Ecke ist ja ein Garten. Und dann kann ich nämlich mal die Farbe, gerade blau und rot zum Beispiel, umwandeln und damit den ein oder anderen Baum befüllen. Da oben haben wir noch was. Nehmen wir doch mal lila. Lila, weiß. Weiß. Das ist ein 50er. Warte mal, wir hatten noch hier irgendwo. Genau, dann nehmen wir doch so, weil wir brauchen natürlich möglichst viel jetzt. So. Und ich glaube, wenn ich ja jetzt hier runterspringe, müsste ich ja direkt draußen landen. So glaube ich jedenfalls. Theoretisch, aber ich komme hier nicht lang, weil... Doch, ich komme hier lang. So. Genau. Und hier ist ja ein Garten. Und in diesen dackeln wir doch jetzt mal. Stimmt, wir haben jetzt alles besiegt, was wir besiegen sollten. Na, das ist doch schön. Jetzt kriegen wir doch vielleicht mal ein Lob. Listen to the revelation, young one. And don't be tempted. Follow the true path. And you'll be glorified alongside all the righteous ones. And the secrets of being will reveal themselves to you. Wasp. This glyph creates an annoying golem out of dust and dead roots. After creation, the wasp golem follows its creator until it's chased away with a drop of color. Annoyed at its rejection, the golem leaves its master and seeks out an enemy to harm. Upon colliding with a target, the wasp golem explodes and dies, scalding the victim with released color. The more color the golem is charged with, the farther it sees and the greater the damage it does on collision. Den haben wir doch schon. Ja genau, das ist doch die Glyphe, die ich immer nicht hinbekomme. Die habe ich doch schon. Was willst denn du von mir? Wollte ich nicht sehen, habe ich schon. Schon bekommen. Geh weg. Search for glyphs and reveal hearts. Ja. Wie dem auch sei.
Ich würde sagen, wir haben jetzt für heute genügend Errungenschaften errungen. Also wir haben Wurm getötet, wir haben es geschafft, wir haben alle drei Parasiten besiegt, wir haben Lemna besiegt, wir haben Pangolin besiegt und jetzt auch Wurm. Und in der nächsten Folge werde ich dann den Garten hier befüllen, die Farbe wieder aufsammeln, denke ich mal. Werde ich noch gucken, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal. Dann können wir ja mal auf die Jagd nach dem einen oder anderen Brother gehen, würde ich sagen, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Tipps, dass ihr dabei seid, dass ihr mir mal helft und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.